Jo Leute, Ruffy hier und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Dragon Ball Super Video. Heute geht es mal um den neuen Arc, denn dort ist sehr, sehr viel Potenzial enthalten und wir sehen einen alten Kollegen wieder, nämlich den guten alten Hit. Und ich weiß, natürlich ist es wirklich viel zu früh, über diesen Arc zu reden, was passieren wird, aber ja, ich dachte mir, dieser Arc oder die Folgen, die jetzt kommen werden, sind sehr fillerhaltig, deswegen brauche ich nicht wirklich sehr, sehr viel darüber zu reden, außer in den Reviews. Deswegen dachte ich mir, kann ich schon ein bisschen anfangen, diesen Arc mit den kurzen Informationen und Beschreibungen, die wir haben, zu analysieren, anfangen. Und wie gesagt, es könnte trotzdem sehr, sehr interessant werden, was hier passieren wird. Und ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht und ich finde, ich habe das schon ganz gut hinbekommen, ungefähr zu sagen, wie das Ganze passieren könnte jetzt im nächsten Arc. Denn im Dezember wird der neue Arc stattfinden. Es gibt auch eine Jump Festival, den Shonen Jump. Da sind auch alle Magazine drin, sage ich mal, oder alle Manga drin, eher gesagt, so wie One Piece oder auch bei Hero Academia. Und Dragon Ball hat da natürlich auch was mit zu tun. Da wird auch wahrscheinlich eine Ankündigung gekickt werden, weil ich nicht ganz genau weiß, wie das mit dem Dragon Ball Super Manga ganz genau läuft. Aber auf jeden Fall wurde gesagt, im Dezember wird eine News gekickt zu dem neuen Arc und dort werden wir erfahren, was dann wirklich passieren wird. Denn der neue Arc wird mit dem 18. Dezember angefangen und dann haben wir auch den Titel von diesem Arc und zwar Goku stirbt, Attentatauftrag, der erfolgen muss. Wir haben auch im Magazin schon gesehen, dass Hit wiederkehrt. Ich habe ja das Video dazu gemacht und die Beschreibung von dieser Folge ist auch: Goku ist in Gefahr, der stärkste Attentäter kommt zum 7. Universum, um Goku zu töten. Der Attentäter wurde von einem unbekannten Individuum beauftragt. Ja, man sagt jetzt sehr, sehr oft der stärkste Attentäter und jetzt sagen viele, das ist doch vielleicht nicht Hit, aber im Magazin hat man Hit gesehen, deswegen ist es sehr, sehr klar, dass es Hit ist. Und wir sind mal ganz ehrlich, ist es wirklich sehr, sehr direkt, wie das hier formuliert worden ist mit dem Tod von Goku. Kann ein kleiner Bait sein, sage ich mal, dass sie Goku wirklich nicht sterben lassen, aber dazu kommen wir gleich. Auf jeden Fall fangen wir erstmal an. Und zwar, wir müssen zu Anfang erstmal ganz genau sagen, wieso sollte Hit Goku töten? Ich meine, Hit wird keine enge Bindung mit ihm haben, das ist natürlich klar, aber es geht hier wirklich um ein ganz, ganz großes Wort, nämlich um das Wort Respekt. Die beiden haben Respekt voreinander und die beiden warten auch sehnsüchtig darauf, dass sie wieder kämpfen können, endlich ihre Revanche haben, denn Hit ist ein Attentäter, natürlich, deswegen ist er wahrscheinlich ein bisschen kälter als Goku, was das angeht, aber trotzdem ist es halt so, dass dieses Argument, dass er ein Attentäter ist und deswegen kaltblütig töten könnte, nicht so ein starkes Argument für mich jedenfalls. Ich denke, Hit hat selber keinen großen Grund, ihn zu töten, deswegen ist es halt sehr interessant, was dieser Auftraggeber wirklich hat, um Hit zu überzeugen, denn Hit möchte auch, ähnlich wie Goku Black, durch Goku selbst stärker werden, deswegen kann rein von der Grundlage her Geld nicht der Grund sein dafür, dass Hit Goku umbringt. Und das andere Ding ist auch, dieser Auftraggeber ist natürlich sehr, sehr geheimnisvoll, deswegen könnte es vielleicht sein, dass dieser vielleicht ein Druckmittel hat gegen Hit, dass Hit halt das machen muss, um halt nicht Leute zu verlieren, die ihnen vielleicht nahestehen, weil es irgendeine mächtige Person ist aus dem Universum 6, die viel, viel stärker ist als Hit. Oder es könnte vielleicht irgendwas sein, was Hit unbedingt haben möchte und deswegen, wie gesagt, führt er diesen Auftrag aus, auch wenn es ihm vielleicht ein bisschen wehtut oder auch wenn er das nicht möchte. Vielleicht ist es wirklich etwas, was er unbedingt haben möchte. Beim Universum 6 Arc war es ja auch so, dass er diesen Kasten unbedingt haben wollte, deswegen hat er auch da mitgemacht. Für die Vollständigkeit gehen wir auch ganz kurz auf Champa ein, denn Champa könnte vielleicht der Auftraggeber sein, der wirklich Hit beauftragt hat, aber das Ding ist, er ist ein guter Zerstörung, also hätte er gar keinen Grund, Hit aufzutragen, Goku zu töten, weil er es selber machen könnte. Abgesehen davon ist es halt so, dass Champa selbst keinen Grund hat, Goku zu töten. Ja, er hat ja keinen Groll gegen ihn oder so. Er ist zwar sauer, dass er verloren hat, aber das liegt ja nicht rein an Goku. Ja, deswegen hat er keinen gedreckten Groll auf Goku, wenn dann eher auf Beerus, aber das hat sie auch schon mehr oder weniger gelegt, dadurch, was Beerus sich gewünscht hat. Auf jeden Fall ist es halt so, dass es wirklich nur Filler-Folgen sind mit Champa, dass er die Erde herausfordert in ein Baseball-Spiel, aber trotzdem macht es vom Storystrang keinen Sinn, das nacheinander zu machen, denn wir haben die Baseball-Folge mit Champa, wo er da ist, und danach kommt sofort die Folge mit dem neuen Arc, wo Hit auftaucht. Klar kann es sein, dass zwischen diesen beiden Folgen eine sehr, sehr große Zeitspanne vergeht, wie wir das auch bei Dragon Ball sehr, sehr oft haben, dass vor einem neuen Arc eine gewisse Zeitspanne vergeht. Das ist möglich, das wird doch wahrscheinlich so sein, dass man sagt, 3-4 Monate später oder so, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, aber es würde einfach keinen Sinn machen, für den Zuschauer und für den Schreiber das so zu machen, dass man die Folge hat, wo Champa auftaucht und Friede, Freude, Eierkuchen macht, so ein Baseballspiel, auch wenn es Filler ist, und danach man drüber schwenkt zu Hit, der auf einmal Goku tötet. Das ist sehr, sehr komisch. Stellt sich nur die Frage, wenn es nicht Champa ist, ja, oder es ist wahrscheinlich nicht Champa, meiner Meinung nach kann es Champa überhaupt nicht sein, das schließt sich sehr, sehr stark aus, dann muss es irgendjemand sein aus Universum 6, der einen Groll gegen Goku hegt. Und da muss man sich fragen, wie kann er darauf aufmerksam gemacht werden? Und das ist wieder die Sache, wo man sagt, GodTube kann eine Rolle spielen. Denn GodTube ist ja das YouTube der Dragon Ball Welt. Wir haben ja schon gesehen, wie Guwase und Zamasu den Kampf von Goku und Hit verfolgt haben auf GodTube. Und GodTube wird immer und immer wieder erwähnt. Es ist ein sehr starkes Comedy-Element. Man sollte wirklich nicht zu viele Gedanken verschwenden mit GodTube. Aber im Manga ist es zum Beispiel so, dass Zamasu das erste
erstmal auf Goku aufmerksam wird, als er GodTube geguckt hat und dort diesen Kampf zwischen Goku und Hit verfolgt hat und er halt sauer geworden ist, weil ein Menschlicher die Götter herausfordert, weil er diese Gotteskraft hat und das hat ihn sehr, sehr sauer gemacht. Außerdem hat er auch im Vorfeld schon sowas gehört, dass sich die Kaioshins aus Universum 7 von Goku helfen lassen haben. Deswegen ist dieser Groll dadurch entstanden und deswegen denke ich mir, das kann auch für jeden anderen gelten. Aber das Ding ist auch bei dieser Sache, dann wäre es halt so, dass es wieder sowas ähnliches wäre wie Zamasu. Deswegen denke ich eher, dass GodTube eine Möglichkeit sein kann, aber auch was anderes hier sehr, sehr wichtig sein könnte. Vielleicht möchte auch jemand einfach Goku aus dem Weg räumen, weil er eine Bedrohung ist oder irgendwie sowas in der Art. Man weiß es nicht. Ja, im Prinzip stellt sich halt auch die Frage, ob nur Götter GodTube verfolgen können oder auch jedes andere Wesen. Denn man wird das natürlich noch später sehen, aber weder die Saiyajins noch die Freezer-Leute haben wirklich, dieses GodTube verfolgt, obwohl sie so fortgeschritten waren. Wobei man hier natürlich auch sagen muss, dass GodTube im originalen Manga nicht vorgesehen war, deswegen ergibt es auch Sinn, dass wir es nie gesehen haben, aber ist auf jeden Fall Anhaltspunkt, wo man sagen kann, ob das wirklich nur für Götter ist oder nicht, weil das macht das Ganze noch ein bisschen interessanter, ob da wieder Götter im Spiel sind oder auch nicht. So, also Goku wird wahrscheinlich sterben. Ja, es gibt auch zwei Wege, wie das Ganze ausgehen kann, und zwar, er stirbt wirklich. Ja, und das wäre ziemlich krass, wenn man damit einen Tod nicht verschwenden würde, aber einen Tod aufbrauchen würde, was ziemlich krass wäre, muss ich sagen. Aber das würde einen sehr, sehr großen Weg öffnen, denn dadurch könnte man Charaktere wie zum Beispiel Son Gohan, der eventuell in Folge 67 aufgebaut worden ist, ein Comeback geben. Denn mit Gohan ist es wirklich schwer zu sagen, ob die Schreiber wirklich nur Hype auslösen wollten, damit man erstmal ein schönes Ende hat für den Future Trunks Arc mit Gohan halt und dass man halt Hype hat für die Zuschauer, dass sie sich freuen, dass Gohan zurückkommt, weil es im Prinzip so ein bisschen danach aussah. Ja, man kann natürlich immer noch sagen, dass das wirklich nur ein Bait war, aber das Ding ist halt, Gohan war wirklich immer verdeckt in der Story. Er hat nach Resurrection of F nach Training gefragt, als er das mit Trunks und Gokus Familie in der Zukunft gehört hat, also wo Zamasu sich den Körper geholt hat, war er auch sehr, sehr sauer, dass es einfach so passieren kann, dass seine Familie so schnell ausgelöscht werden kann, und das hat ihn wahrscheinlich erreicht. Ich glaube wirklich, dass ihn das erreicht hat, und deswegen könnte er stärker werden, und deswegen glaube ich einfach, dass Gohan vielleicht eine Rolle spielen könnte, aber dazu gleich mehr, denn, wie gesagt, das Baseballspiel wird dann stattfinden und nach diesem Baseballspiel könnte ein wenig Zeit vergehen. Da kommt ja der neue Arc, der neue offizielle Arc, und in dieser Zeit könnte ein Training zwischen Goku und Gohan plausibel sein. Ich sage nicht, dass das so kommt. Ich sage auf gar keinen Fall, dass das so kommt, aber ich sage, dass es plausibel ist und dass ich mir das vorstellen könnte. Das könnte darauf hinauslaufen, dass Gohan das GodKi erlernt, denn durch Trunks haben wir gesehen, dass er wahrscheinlich auch in Kontakt mit GodKi gekommen ist und das ein bisschen mit seiner Saiyajin-Form kombiniert hat. Also er kann das GodKi wahrscheinlich nicht kontrollieren, deswegen kommt diese Mischform zustande und deswegen kann Gohan in einer kurzen Zeit wahrscheinlich auch das GodKi erlernen, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte. Denn der Raum von Geist und Zeit scheint zerstört zu sein wegen Vegeta, ist schwierig einzuschätzen, ob der wieder da ist, ist im Prinzip auch erstmal egal. Ich denke, wenn Gohan wirklich will, ist es kein Problem, den sehr, sehr schnell, sehr, sehr stark zu machen. Wobei man auch sagen muss, dass er wahrscheinlich sehr lange schon mit Piccolo trainiert, also undercover. Auf jeden Fall, man kann sagen, dass Gohan zurückkommen könnte, da Hit ein Gegner auf einem abnormalen Level ist. Und Beerus sagte auch in der 67. Folge, ihr könnt euch nicht immer auf die Götter verlassen. Und das könnte wirklich heißen, dass man jetzt sagt, okay, Beerus und Whis werden sich im nächsten Arc komplett raushalten. Denn Beerus setzt auch mal eine Message, dass er sagt, ich werde euch nicht immer helfen, ich bin der Gott der Zerstörung. Er hat auch irgendwo seinen Stolz, sag ich mal. Und Whis könnte auch mal sagen, ja, das ist eine gute Challenge für meine Schüler. Goku stirbt zwar, aber trotzdem könnte es für Vegeta dann auch eine große Challenge sein. Ist dann schwer zu sagen, wie Whis das einschätzt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass beide sich dann raushalten aus diesem Arc. Und für Goten und Trunks kann das auch wirklich viel bedeuten, denn Future Trunks ist wirklich so, wie es scheint, für diese Story von Dragon Ball Super nicht mehr relevant. Das heißt, Kid Trunks wird jetzt wichtiger werden und man hat auch gesehen, dass Kid Trunks immer mehr aufgebaut worden ist in den letzten Folgen von Dragon Ball Super. Deswegen kann ich mir sowas vorstellen und ihr wisst ganz genau Bescheid, Leute. Ein Gotenks besteht aus Trunks und Goten, deswegen wird Goten mitziehen und wenn Goku wirklich sterben sollte, dann wird Goten natürlich auch mitziehen wollen, genauso wie Gohan, der dann auch sauer sein wird. Und außerdem hat Vegeta noch eine sehr, sehr große Rechnung mit Hit offen, die beglichen werden muss, sage ich mal. Und das könnte sehr, sehr interessant werden, denn ein Kaba könnte das vielleicht auch hören und dann mitkommen oder dahin kommen zur Erde. Vielleicht wird Goku auch wirklich getötet und Hit macht sich dann vom Acker und Vegeta möchte ihn dann verfolgen, weswegen die anderen Saiyajins, also Trunks, Goten und Gohan mitkommen möchten, Goten und Gohan, weil sie Rache haben wollen und Trunks, weil die wahrscheinlich den unterstützen wollen oder die alle unterstützen wollen. Und wenn sie dann nach Universum 6 reisen, dann überlegt, sie sind in Universum 6, was sollen sie tun? Sie haben kein Beerus, sie haben kein Whis. Genau, sie gehen zu Kaba und Kaba könnte denen dann helfen, Hit zu finden und dann könnte man Kaba ebenfalls mit einbinden. Ebenfalls wurde auch gesagt, dass die noch zum Planet Salad gehen, also den Saiyajin-Planet von Universum 6, und dann würde alles zusammenpassen. Das ist ein Weg, den ich mir sehr gut vorstellen könnte. Es könnte aber auch wirklich so sein, dass Goku gar nicht stirbt, dass es wirklich nur ein Bait ist und vielleicht der Titel einfach nur so ist und Goku dann das Ganze überlebt und dann trotzdem ein Kampf gegen Hit resultieren wird oder ein Kampf
Kampf gegen den Auftraggeber von Hit, wenn dieser vielleicht ein Druckmittel gegenüber Hit hat, wie ich eben schon erwähnt habe. Deswegen stelle ich mir das Ganze so in der Art vor, dass das so funktionieren könnte. Ich fände es gerade wirklich sehr, sehr cool, wenn Goku wirklich sterben würde, weil es würde sehr, sehr viel Potenzial bieten, dass Gohan, Goten und Trunks gleichzeitig zurückkommen, indem sie dann halt Comeback abliefern und dann nach Universum 6 kommen. Ist aber sehr weit hergeholt an dieser Stelle, muss ich sagen. Gerade mit Gotenks ist es sehr schwer zu sehen. Aber ich sag's immer wieder, mit Gohan ist es eine Sache, weil entweder wollen sie ihn zurückholen, entweder möchte Toriyama ihn zurückholen oder es war wirklich nur ein Bait. Vergesst das nicht. Also Hype auf jeden Fall. Der Hype ist real, muss ich sagen, in diesem Arc mit dieser Message. Aber bleibt noch auf dem Hocker. Es kann auch ganz, ganz anders ausgehen. So viel dazu. Was denkt ihr? Wie könnte dieser Arc ausgehen? Wie könnte dieser Arc anfangen? Ist wohl die bessere Frage in diesem Fall. Schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Was haltet ihr von meiner These, wie das Ganze ablaufen könnte, mehr oder weniger? Damit bin ich auch raus. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch natürlich noch einen super schönen Tag. Haut rein!